Willkommen aus Tallinn, dem Hilton hier, zu einer frisch gepressten Folge von Frequent Traveler TV. Den Ausblick kennt ihr ja schon. Das Zimmer hatte ich öfters. Hups, eine One-Bedroom-Suite, aber der Pfosten am Tisch hier, den hatte ich vergessen. Nichtsdestotrotz haben wir die Themen frisch gepresst für euch. Es gibt in Russland einen neuen Vielfliegerstatus, der ist wohl Frontsoldat. Mit dem kann man sich wohl als Lizenz zum Danebenbenehmen anfreunden vielleicht. Ich weiß nicht. Preboarding und so weiter. Gehen wir drauf ein. Riyadh Air will schon 2025 nach Deutschland fliegen. Dann Aegean möchte weiter wegfliegen und möchte auch international quasi werden. Also Intercont irgendwie fast schon. Langstrecke, 321, aber LRs. Dann haben wir die Freunde von Austrian, die haben auch einen 320er Neo, den wir ja leider, leider, leider irgendwie am Gate abgeperlt haben, beziehungsweise, ja, wie soll man das nennen? Also auf jeden Fall ist er reparabel, sagt Airbus und das sagen die Techniker von Austrian. Dann haben wir das Thema Dubai Airport. Lange Schlangen, aber kein Essen und immer noch viel Stress. Und auch so ein bisschen ein kleiner Skandal im Skandal, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sich, obwohl da ein Stay-Home-Order war, also das heißt, man sollte zu Hause bleiben, trotzdem zum Dienst erscheinen sollten. Weiter geht es mit der Hilton Promotion. Einfach den Meilenmittwoch nochmal vorgezogen. Ihr habt hoffentlich den Meilenmittwoch gestern gesehen, den ich euch auch gestern vorgestellt habe. Ich bringe euch heute eine Hilton Promotion. Einfach so als Appetizer. Und Boeing-Mitarbeiter, der vom Senat ausgesagt hat, steigt nicht in eine 787 ein. Und ich glaube, ich habe alles. Lufthansa fliegt nicht nach Teheran. Damit können wir loslegen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, den Kanal zu unterstützen mit einer Mitgliedschaft. So, erstes Thema ist die Riyadh Air. Die wollen nach Deutschland schon fliegen und zwar schon 2025. Das ist doch schon mal eine geile Geschichte. Die wollen den Betrieb aufnehmen und die wollen halt Saudi-Arabien mit der Welt verknüpfen. Das ist deren Auftrag und soll auch im Gegensatz zu Saudi-Arabian Airlines oder Saudia, da halt nicht trocken sein, sondern wirklich westlich und da auch für Spaß sorgen. Also, das ist ja auch interessant, dass man damit wirklich am neuen Mega-Drehkreuz, was für 120 Millionen Passagiere ausgelegt ist, auch Deutschland direkt anbietet. Und daran sieht man halt, wie Deutschland halt wirklich wichtig ist. Interessant an der Geschichte ist, dass es in der Wirtschaftswoche stand und da gibt es ein Zitat: Wir sehen uns nicht wie andere Fluglinien in der Region als Mega-Connector für Umsteiger, sagte Riyadh Air Vice Vincent Koste, der Wirtschaftsführer. Wir sind eine Linie, die ihr Heimatland mit der Welt verbindet. Heißt also im Prinzip, dass man mit denen nach Saudi-Arabien fliegen soll und nicht einfach nur in Saudi-Arabien umsteigen soll. Der Investmentfonds PIA, also hat nichts mit Pakistan International Airlines zu tun oder mit Please Inform Allah. Die haben halt die neue Airline mit 39 787 ausgestattet. Über Optionen kann Riyadh Air auch eine Teilflotte auf 72 Flugzeuge ausbauen, was eine massive Zahl ist. Und sogar haben sie auch ja 737 MAX für Inlands- und kürzere internationale Strecken erhalten. Also das oder sollen sie erhalten, noch sind sie ja nicht da. Also eine spannende Geschichte und ich bin mal gespannt, wie sie halt wirklich da dann konkurrieren gegen Emirates und Qatar, weil sie ja aus der Region sind und da wirklich vielleicht neue Maßstäbe setzen und damit Emirates zeigen, wo der Hammer hängt, Qatar zeigen, wo der Hammer hängt, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass die, wenn sie eine schlechtere Qualität liefern, die Leute davon überzeugen sollen, mit denen zu fliegen. Und das ist vielleicht auch ein Thema zum Thema Starlines. Vielleicht wären sie ein Starlines-Mitglied. Hey, man weiß es nicht. Also ein potenzielles. Ihr könnt es ja nochmal sagen. Wer auch in die Region fliegt, ist die Lufthansa, aber nach Teheran, das haben sie jetzt erstmal weiter ausgesetzt, weil natürlich die Lage dort unten relativ unklar ist, was da genau passiert. Da ist es so, dass man natürlich da wartet, ob da jetzt wirklich nochmal ein israelischer Gegenschlag kommt oder nicht. Weiter ist es auch zu sagen, dass man dort ganz klar sagen muss, bis Dienstag, den 30. April, ist einmal Schluss mit lustig. Sogar auch nach Beirut fliegt man nicht, also Beirut und Teheran. Lufthansa sagt, dass die gebuchten Passagiere informiert sind. Und wichtig ist, ebenso wird der iranische Luftraum bis einschließlich Dienstag, 30. April, weiterhin durch Lufthansa nicht
genutzt. Also Lufthansa umfliegt das Ganze. Auch eine interessante Wendung. Wer auf den Ägäen-Trip ist und da sagt, das wäre vielleicht eine Karte, mit der ich meinen Senator ersetze oder aber auch mein Eurobonus Gold oder Diamond ersetze, mit dem ich meinen Starlines Gold habe, der kann zu Ägäen. Ägäen will internationaler fliegen oder Langstreckenfliegen mit dem 321LR ab 2026 Zentralafrika. Man kann den Nahen Osten auch damit bedienen und natürlich ja, damit halt wirklich eine Teilflotte von 4 Flugzeugen bedienen. Das finde ich natürlich auch eine spannende Geschichte. Aber es ist halt wieder ein Narrowbody. Aber wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, ob man jetzt von Athen aus nach Dubai fliegt, da ist man ja quasi schon halb da, 4 Stunden oder sowas ist die Flugzeit. Das ist natürlich dann schon okayer, als mit so einem Flug dann weiter zu fliegen. Naja, nun gut, man könnte natürlich da noch Ziele in Afrika oder Asien sich nehmen, weil man könnte damit natürlich auch noch weiter fliegen. Aber ihr wisst ja, ihr kennt ja meinen Schmerzen, wenn ich alleine an Narrowbody denke und Langstrecke zu fliegen. Interessant ist halt auch natürlich, dass die nicht die XLR-Version nehmen, sondern wirklich die LR-Version, also die etwas Version, die nicht ganz so weit fliegen kann. Dann haben wir gute Neuigkeiten aus Schwechat. Schwechat, ich weiß, Wien hat keinen Flughafen. Das ist so. Verzeiht es mir, liebe Österreicher, aber ihr wisst ja selber, dass es in Wien keinen Flughafen gibt. Der ist ja quasi in Schwechat. Und da ist es halt so, dass man jetzt den A320neo, der ja mit der Registrierung, wo ist sie, Oscar Echo Lima Zulu Quebec, von selbst losgerannt ist, von dem Schlepperfahrzeug dann gegen die Lichtmast geknallt ist und dann noch zwischendurch eine Fluggastbrücke mitgenommen hat. Und Gott sei Dank auch nicht in eine Katastrophe geendet ist, ist reparierbar. Also man hat in Wien ja Spezialisten, wenn es um Flugzeuge geht. Gut, das ist der Vorteil, wenn man alte Flugzeuge hat, dann kennen die halt die Flugzeuge auch sehr, sehr gut. Und die ach, ist jetzt kein Schmäh, also die sind ja halt wirklich gut. Aber wie heißt das? Frotzeln, hat jemand gesagt. Das war das Wort, was ich gesucht hatte. Dafür nochmal danke. Auf jeden Fall, das Flugzeug ist reparierbar. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, das wird ein paar Monate dauern. Interessant ist natürlich auch, die Flugzeuge sind versichert am Flughafen gegen Unfälle, aber die sind nur versichert gegen den Unfall selber, aber nicht gegen Ausfall. Heißt also, der Wiener Flughafen bezahlt die Reparatur der Bude, also die Versicherung, um ganz genau zu sein, aber das, was da halt allfällig wird, wie das der Österreicher sagt, wo ist es, Totalschadenbefürchtung nicht bestätigt, bla bla, allfällige Zusatzkosten, sagt der Österreicher, so ist das wirklich richtig. Da weiß man gar nicht, wie das gehandelt wird, weil das Flugzeug natürlich, wenn es am Boden bleibt, kostet einmal Geld. Wir wissen ja selber, was so ein Flugzeug kostet. Und vor allem, weil es keine Passagiere bedienen kann und Austrian Airlines im Moment ja wirklich jeden Euro gebrauchen kann. Also insofern da auch nochmal interessante Geschichte, wie sich der Flughafen da aus der Affäre zieht, in meinen Augen. Weiter geht es auch mit unserem Kollegen aus Boeinghausen, hätte ich fast gesagt. Und zwar, der sagte vor dem Senat aus, Salem Salipur, und er sagt, 787 fliegen wird er nicht machen. Also es ist eine öffentliche Warnung, dass man das tut. Und da muss man natürlich dann der Ehrlichkeit halber sagen, schwierig. Aber wenn er das macht, es ist so, dass er halt außerdem kritisiert, dass die Boeing wiederholt seine Warnungen ignoriert haben. Auch bei der Fertigung der 777 gibt es wohl Qualitätsprobleme. Wir alle wissen ja zum Beispiel, Abaca, Gott sei Dank, für viele ist er ja nicht mehr bei Qatar. Der hat ja gesagt, er nimmt kein Flugzeug aus Charleston mehr, die müssen alle aus Everett kommen. Und also 787, und vielleicht hat er da recht. Ich bin da mal gespannt, was da passiert und wie das weitergeht an dieser Stelle. Boeing auf jeden Fall hat da reagiert und die haben mal eben eine Webseite geprockt und haben da drauf Bezug genommen. Ich gebe euch die Seite mal aufs Auge. Habe ich sie hier, da ist sie. Und die nennt sich dann auch Quality, ups, warum ist er da? Quality Information. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen besser. Ja, egal. So, zack. So.
So haben wir es. Quality Information at a glance, Boeing fully confident, bla bla bla. Also, dass sie wirklich Vertrauen haben in das Flugzeug und dass sie halt wirklich da die Protokolle machen. Dann haben sie gesehen, haben sie gezeigt, wie viel 1187, die halt wirklich weltweit fliegen. Die fliegen im Schnitt 600 Cycles per Jahr, also ein Cycle ist Start und eine Landung. Das ist also wirklich interessant. Dann April 2024, die 787 Dreamliner Family hat mehr als 875 Millionen Passagiere und mehr als 4,2 Millionen Revenue, also bezahlte Kilometer geflogen. 165 Cycles, also 150 Starts und Landungen sind simuliert worden in Service Conditions, während das Flugzeug getestet worden ist. Und das ist 3,75 mal das, was eigentlich von dem Flugzeug abverlangt wird, mit keinen irgendwelchen Problemen an der Hülle. Also insofern das nicht. Und das, was das Flugzeug, was die meisten Cycles akkumuliert hat seit 2012, ist mit 16.500 Flugzyklen, also Starts und Landungen 787. Leider sagen sie nicht, welche das ist. Dann geht man nochmal auf den strukturellen Test ein, zeigt dann nochmal ein Video mit dem Fatigue, also wie Ermüdungen und so weiter getestet werden vom Material. Dann guckt man hier also nochmal Static, das Ganze. Also das sind alles Tests, die am Boden gemacht werden, wie ihr seht. Ich gehe da einfach mal durch. Dann wird gesagt, wie das Flugzeug gebaut wurde und dass die Full Service Life, also dass ein Flugzeug 40 bis 50 Jahre, je nachdem wie der Eigentümer damit umgeht und wie das Ding ja, behandelt wird, möglich sind. Interessant, oder? Und hier geht es dann weiter, dass man hier nochmal im Oktober 2020 bis August 2020 als Ergebnis das, was die Mitarbeiter als potenzielles Problem bei der 787 festgestellt haben, hat Boeing die Produktion verlangsamt und hat auch die Auslieferung gestoppt. Naja, man muss jetzt ehrlich sagen, dass das jetzt nicht gar nicht bei Boeing war, das war die FAA, die es gemacht hat. Aber es ist halt wirklich so, dass man hier wirklich sich da wirklich auf diesen Whistleblower bezieht. Man sieht ja auch, dass von September 2008 bis März 2010 ein absoluter Test gemacht worden ist. Dann geht es weiter. August 2010 bis September wurden diese Ermüdungstests gemacht. August 2011 hat die FAA das Flugzeug zertifiziert. Dann 2020 gibt es da halt diese Localized Gap Conditioning Tests. Also da werden Tests gemacht und die FAA hat im August 2022 die Inspektion und die Änderung für das Inventory der 787 gemacht und hat damit also auch die Verbesserung in der Produktion im Prozess genehmigt. Dann gibt es Pressure-Tests. Also wie gesagt, ihr seht, da sind so viele Sachen. Man hat hier die Maschine auch 150% von dem geladen oder beziehungsweise gedruckt ausgesetzt, diese Muster. Heißt also auch hier geguckt, was da passiert und ja, jetzt kommt natürlich Fostering Transparency Openness. Also ihr seht, man ist bei Boeing wirklich um Schadensbegrenzung bemüht und geht damit offen um, wobei man natürlich auch hier wieder sagen muss, die werden natürlich nicht erzählen, dass sie da ein Problem haben. Ne? Ist ja auch eine klare Geschichte, würde ich persönlich ja auch so nicht machen. Macht man ja auch nicht. Aber hier könnt ihr dann auch nochmal gucken, wir haben heute auch die Fragen des Tages. Und zwar, was haltet ihr von der Boeing 787 Website? Ich habe drei verschiedene Fragen und davon sind zwei Themen noch nicht vorgekommen. Deshalb dritter Teil der Frage des Tages, den könnt ihr schon mal beantworten. Jetzt geht es weiter mit dem Dubai Flughafen. Der Dubai Flughafen war ja unter Wasser. Es gibt so Aussagen aus Dubai, da man impft die Wolken mit Silberjodid, glaube ich, ist das. Das wird sehr oft genommen in Russland bei der Parade oder aber auch in China hat man es genommen bei den Olympischen Spielen in Peking, dass die Wolken abregnen, ganz bewusst und nicht über dem Stadion oder dass dann Unwetter passiert. Und es geht wohl so das Gerücht um, dass es in Dubai so eine Impfung der Wolken gab und dass daraufhin dieses Unwetter passiert ist. Wäre natürlich unheimlich uncool, weil man halt hier wieder Gott gespielt hat und ja, verkackt. Ne? Also. Was soll ich dazu sagen? Also, wie gesagt, Dubai sagt, das stimmt nicht. In Dubai ist es auch verboten, Scheißhausparolen zu nennen. Oh, ich muss den hier weiter nach vorne ziehen, sonst fällt mir das Notebook vom Tisch. Jetzt seht ihr auch meine Konstruktion. Ziehen wir nach hier. Oh, jetzt sieht das auch hübsch aus. Ups, da war er wieder runter. So, das war ja auch cool, dass der nicht runtergefallen ist. Naja, auf jeden Fall, guter Ständer.
meine Tastatur. Auf jeden Fall darf man da keine Gerüchte in die Welt setzen. Ich setze kein Gerücht in die Welt. Ich sage nur, dass diese Gerüchte bestehen und die halt von den UAE, von den Authorities verneint werden. Was aber kein Gerücht ist und was also auch ein Problem ist, ist das Thema Cabin Crew bei Emirates. Und zwar, da ist es halt so, dass halt Cabin Crew, und da möchte ich euch ein Bild geben, damit ihr das mal seht. Und zwar hier, das habe ich hier von dem Paddle Your Own Canoe von Matthäus Maschensky. Und zwar, da sieht man, wie eine Cabin Crew aus dem Auto steigt zum Beispiel und ja, bis zum Hals im Wasser steht, wenn ich das mal so sage. Das ist so ähnlich wie das Foto, was ich gestern euch nicht zeigen konnte, weil ich es einfach nicht wiedergefunden habe. Und Emirates hat halt seine Piloten und Cabin Crew aufgefordert, weiter zum Flughafen zur Arbeit zu gehen. Was haben wir denn hier? Haben wir das Bild? Ach, ich habe das Bild nicht weggemacht. Warte, da haben wir es. Also zur Arbeit zu kommen und hat da dann ja eigentlich im Prinzip diese Stay-Home-Order ignoriert. Und es gibt dann natürlich auch wieder von dem allseits beliebten Kollegen, und das ist halt der, wer den Flug, wer Emirates kennt und wer da mal gearbeitet hat, kennt Thomas Ney. Thomas Ney ist, ja, wie soll man sagen? Also, er ist da der Head of Cabin Crew, und Thomas Ney, ich kenne ihn auch noch aus anderen Erzählungen, der hat halt wirklich, Böcke geschossen. Das Personal mag ihn dann nicht so ganz so wirklich, und er ist halt der Divisional Senior Vice President Service Delivery. Ja. Und vorher war er halt wirklich Hospitality und Airline Consultant bis 2017, und davor war er nämlich bei Air Berlin als Senior Vice President Hospitality und Operations, und dann war er Cabin Handling Service CHS davor, und er war dann im Hotel Excelsior, war F&B Manager. Und lustigerweise, ich weiß gar nicht, der ist deutsch. Ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, weil ich hatte ihn mal cool getroffen bei Emirates. Aber auf jeden Fall hat er die Cabin Crew angewiesen, sie sollen trotzdem zur Arbeit kommen. Und wenn man halt wirklich die Bilder sieht aus Dubai, das ist gefährlich, was da passiert. Und daran sieht man halt, dass sie da unten echt nicht viel Respekt für Menschenleben haben. Das finde ich persönlich eher verwerflich. Aber da könnt ihr ja auch was dazu sagen. Habe ich keine Frage des Tages zu. Ich könnte ja einfach außer der Reihe machen. Jetzt habe ich ein Thema, was mir heute bei meinem Flug aufgefallen ist. Und zwar muss man der Ehrlichkeit halber sagen, was ist das Problem am Gepäckband? Warum kann man nicht einen Meter vom Gepäckband stehen, wenn sein Gepäckstück kommt, geht man einen Schritt vor, nimmt es, geht und hat eine Gasse? Ich musste mich heute bei 6 Passagieren, die vor mir standen, durchprügeln, um meinen Koffer zu bekommen. Und das ist natürlich ein Thema, was gar nicht geht. Das ist etwas, was, da kriege ich Plack. Ich habe heute auch am Gepäckband wirklich, nicht wirklich gewartet. Das heißt also, ich bin aus dem Flieger raus, die Treppe hoch, abgebogen ans Gepäckband, und dann fing es schon an zu laufen. Aber da standen die Leute vor mir und ich konnte mein Gepäck nicht nehmen. Warum? Ich meine, dass entweder wartest du die Tage lang auf dein Gepäck gefühlt, oder aber die Leute stehen da halt wirklich aus mangelndem Respekt, aus mangelndem I don't know, stehen die da am Band und machen da einen riesen Heckmeck, finde ich schwierig. Also, denkt dran, haltet einen Meter Abstand. Deshalb macht das auch Sinn. Ich glaube, in Frankfurt gibt es das auch, diesen Klebestreifen, dass man halt nicht am Gepäckband klebt, dass man da halt quasi durch muss. Ist mir heute halt nervig aufgefallen. Ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Und das ist dann auch die Frage des Tages, der erste Teil: Was stört euch am Gepäckband? Also nicht das Gepäckband selber, sondern das Verhalten der Mitreisenden und der, sollen wir es sagen, Kolleginnen und Kollegen Mitreisende. Also da natürlich Abstand halten, bitte. Also ich hätte heute richtig Plack gekriegt. Also ich habe auch Plack gekriegt, um ehrlich zu sein. Wir haben noch ein Thema, was natürlich kommt, das ist VIP-Status. Und wir sind natürlich alle immer daran interessiert, wie kann ich einen Status machen, einen Status-Match machen. Und das ist ein Status, den ich persönlich nicht haben möchte, und das ist russischer Soldat. Wir kennen das ja alle aus den USA, und ich fand das auch spannend, was es da teilweise gibt, dass viele Leute, wenn jemand in Uniform fliegt, anfangen zu klatschen. Ich habe auch Passagiere erlebt, die haben einen aus der Economy Class abgegradet in First Class Sitz und sind dann selber geflogen.
Oder wenn die zum Beispiel Leichen oder sowas transportieren von gefallenen Soldaten, dass dann auch immer jemand mitfliegt in Uniform und dass da halt wirklich auch viel Tribut gezollt wird und dass auf den Flügen das auch wirklich dann nochmal announced wird. Also das ist halt die amerikanische Weise. Und da wird dann auch trotzdem kulturell mitteleuropäisch zivilisiert, in dem Fall halt nordamerikanisch zivilisiert, sich verhalten. Aber in Russland ist es mittlerweile so, dass da viele Leute traumatisiert sind, zu Recht traumatisiert sind von dem Krieg. Und ich möchte nicht wissen, wie ich wäre, wenn ich da wirklich an der russischen Ostfront durch den Fleischwolf, wie das teilweise heißt, hätte gehen müssen und ob ich da auch mental nicht auch einen an die Klatsche kriege. Aber deshalb ist ja in Russland im Moment das Problem, dass viele Leute, die von der Front zurückkehren, zu Hause gewalttätig werden, aber auch zum Beispiel kompensieren mit Alkohol und Zigaretten. Und so ist es halt so, dass es nicht nur so ist, dass wenn man russischer Soldat ist, dass man preboarden darf, dass man im Prinzip quasi so eine Boardinggruppe 0-0 hat, sondern es ist auch so an dieser Stelle, dass die Leute, wenn sie sich bei der Rossiya, wie ist das, Air Rossiya, glaube ich, war es, ne? Nee, Luftfahrtbehörde, die hat nämlich das hat angewiesen, dass wenn man russische Soldaten als Passagiere hat, dass man da gewisse Dinge durchgehen lassen sollte. Heißt also zum Beispiel, wenn sie rauchen, wenn sie alkoholisiert sind und so weiter und so fort. Da habe ich denn eher so ein Problem mit, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn jemand Frontsoldat ist und man möchte das honorieren, dann finde ich das absolut in Ordnung und das finde ich dann auch okay, dass man die preboarden lässt, Sitze und so weiter. Aber trotzdem, dass etwas, was flugsicherheitsrelevant ist, und das ist Rauchen, ja, das sollte man dann durchaus nicht machen. Und da hat es auch den Fall gegeben, dass auf dem Flug dann auch gepöbelt wurde, was ja eher semi ist, aber es ist einfach nur, na, wer unruly halt, ne? Aber es sollte halt nicht verfolgt werden. Und dann ist es so, dass auch Rauchen wirklich gefährlich ist an Bord von Flugzeugen. Da kann echt was passieren. Und da gibt es jetzt einen Fall und deshalb zitiere ich das. Im Februar etwa überredeten erst die Mitreisenden eines Fluges von Moskau nach Jakutsk, die Polizei an randalierenden Soldaten nicht zu verhaften. Und in einem anderen Fall wurde ein Veteran wegen Rauchens aus einem Probeda-Flug geworfen, was den Leiter des russischen Untersuchungsausschusses Alexander Bastyrkin veranlasste, ein Strafverfahren gegen die Fluggesellschaft einzuleiten. Ja, Freunde, also das kann es ja ehrlicherweise nicht sein. Da habe ich noch eine Frage des Tages zu ausgebaut für euch. Und zwar, wie ist es aus eurer Sicht mit dem neuen VIP-Status? Ist das etwas, was man durchgehen lassen sollte? Wo sagt ihr, da sollte man eine Grenze ziehen? Da bin ich mal wirklich gespannt auf eure Meinung. Also da melden, melden, melden. Ja, jetzt als letztes Thema, da muss ich ostentativ ein- und ausatmen und wir sind auch schon hier bei 22 Minuten 54, haben wir das Thema Hilton, die haben eine Promotion. Allerdings gibt es da anscheinend ein Problem, weil ich konnte mich nicht anmelden. Wir haben jetzt übrigens 6:50 Uhr hier in Tallinn. Heißt also, in einer Stunde 10 soll die online gehen. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Ich hoffe, dass ihr das, dass das alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Da gibt es zwei doppelte Punkte, also Punkte für einen Aufenthalt im Hilton und zwar für Aufenthalte vom 2. Mai bis zum 2. September. Passt, dass ich hier im Hilton Tallinn bin. Ich liebe das Hotel. Das Hotel ist so geil, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Zimmer cool, Leute cool, Spa ist gut mit Swimmingpool, Frühstück ist gut. Also da gibt es nichts. Ich glaube, ich gehe schwimmen. Die haben bis 9 Uhr auf, also habe ich noch 2 Stunden. Und Sauna. Heißt also, wenn man zum Beispiel 10 Punkte pro US-Dollar bekommt, kriegt man normalerweise 2000 Punkte. Jetzt würde man aber nochmal doppelte Punkte bekommen. Das wären dann nochmal 2000. Wenn man jetzt zum Beispiel 4000 bekommt, wird man dann auch doppelte Punkte bringen. Also hier nochmal wirklich eine Möglichkeit, richtig schön was zu bekommen. Die Double Point Promotion ist natürlich immer dann cool, wenn man länger übernachtet und vor allem auch teure Stays hat. Ich selber hier habe die Nacht für 80 Dolores geschossen oder Euro. Finde ich einen guten Preis. Ist prepaid. Und morgen ist, glaube ich, 91, also unter 100. Besser geht es echt nicht. Das war eigentlich eine Serie, die wir normalerweise am Meilenmittwoch machen. Deshalb kann ich euch nur ans Herz legen, ihr werdet es im Abspann auch sehen, Meilenmittwoch, aber an einem Samstag zum Beispiel. Also ich habe immer Mittwochs und Samstag Meilenmittwoch. Da könnt ihr dann reinschauen und könnt da dann euch laben an Meilen-Deals. An dieser Stelle denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch vielleicht eine Kanalmitgliedschaft und die Frage des Tages zu beantworten.
Ich lese euch die Fragen des Tages nochmal vor. Was stört euch am Gepäckband? Ihr kennt ja jetzt meine Geschichte und mein Leiden. Und dann, wie findet ihr den neuen VIP-Status, den ich euch vorgestellt habe? Und dann natürlich, last but not least, was haltet ihr von der Boeing 787-Webseite? Findet ihr, dass das Vertrauen weckt oder ist das etwas, was ihr unter Folklore kann weg abbucht? Und jetzt für euch Abspann. Also, danke, dass ihr da wart und hier ist er. Bis dann, ciao. Ach ja, macht es so wie Sven heute. Schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, wenn ihr Fragen habt. Wo haben wir es? Da.